Anhaltspunkt für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir diskutieren heute in erster Lesung über das zentrale Element unserer Infrastrukturplanung, über den Bundesverkehrswegeplan, über die Ausbaugesetze. Es liegt uns ein Konzept vor: modern, nachhaltig, geprägt von intelligenter Mobilität. Und ohne gute Infrastruktur, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen und Linken, lässt sich eine erfolgreiche Volkswirtschaft und der Wohlstand der Menschen nicht weiterentwickeln. Und genau das machen wir. Und ich bin mir sicher, die Bevölkerung wird ihren Wunsch nach einem grünen Verkehrsminister nächstes Jahr eine ganz klare Absage erteilen. Denn die Menschen wissen, wer für Infrastruktur steht und wer die Mobilitätsverweigerer dieser Republik sind. Der Entwurf im März, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat ja bereits viel Lob damals, und zwar interessanterweise die linke Seite, da die lasse ich jetzt mal einfach außen vor. Denn in Thüringen, wenn es darum geht, will man ja auch was haben, aber hier vertritt man irgendwie eine eigene Lehre. Viel Lob erhalten, und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Ministerium, aber insbesondere bei unserem Bundesminister Alexander Dobrindt. Das war sehr gute Vorarbeit, und das war ausgezeichnet auf dem, wo wir heute aufsetzen können. Und dann kam die Öffentlichkeitsbeteiligung, die auch schon mehrfach angesprochen worden ist. Das Instrument hat sich bewährt. Es hat sich auch bewährt, einen Gesamtbericht darüber zu machen, über mehrere Seiten, und nicht auf jedes Einzelschreiben einzugehen. Denn es geht hier um Gesamtbewertungen und nicht um persönliche Stellungnahmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, da bin ich ja jetzt mal ganz gespannt, wenn es dann darum geht, das auch umzusetzen bei den Schienenprojekten. Denn auch da ist viel Neubau dabei. Da werden viele weitere Gleise gelegt, Hafen-Hinterland, da werden Knoten, da ist viel Geld für die Knoten enthalten. Und wir wissen alle ganz genau, wie Ihre Kolleginnen und Kollegen dann bei diesen Projekten vor Ort sich verhalten. Anders wie Ihre Reden hier in Berlin. Treten Sie doch endlich mal den Beweis an, dass Sie überhaupt bei einem einzigen Verkehrsträger in der Lage sind, etwas durchzusetzen. Diesen Beweis sind Sie bisher schuldig geblieben. Wir haben, wie gesagt, viel Zustimmung für dieses Mammutprojekt bekommen. Es wird jetzt natürlich im Detail Diskussionsbedarf an der einen oder anderen Stelle geben, aber ich will auch da noch mal ganz deutlich sagen, die Systematik steht, und die Systematik steht für uns als gesamte Koalition, und wir werden auch jetzt in den Beratungen die Systematik nicht durchbrechen. Warum? Weil es eine seriöse Finanzgrundlage gibt. Weil natürlich ein Bundesverkehrswegeplan und Ausbaugesetze, liebe Kollegin Wilms, das sagt ja schon das Wort, ein Plan ist, und darauf folgt ein Investitionsrahmenplan, und darauf folgen Baufreigaben. Es ist ein stringentes System, das wir hier in Deutschland haben, und dieses wollen wir weiter stringent halten. Und genau in dieser Stringenz waren auch die Baufreigaben gestern. Und, liebe Kollegin Wilms, ganz offen, Sie haben normalerweise ein gewisses Niveau und einen gewissen Anspruch an sich selber. Aber das, was Sie hier vorhin geboten haben, war unterirdisch. War unterirdisch. Wenn Sie die Liste der Baufreigaben sich genau anschauen, dann sollten Sie hier die Öffentlichkeit nicht täuschen. Von über 2 Milliarden gingen ca. 310 Millionen nach Bayern. 280 Millionen gingen nach Baden-Württemberg. Und ca. 260 Millionen gingen nach Hessen.
Über 25% der Baufreigaben für Straßen gingen an grüne Landesverkehrsminister. Und die wollten sie haben. Also bitte ehrlich bleiben. Sie, das ist kein Hinweis auf Koalition, sondern das ist einfach eine rein sachliche Feststellung. Und damit bin ich aber auch schon bei den Ländern. Ja, damit dieser Bundesverkehrswegeplan ein Erfolg werden kann, sind auch die Länder gefordert. Mehr gefordert, als sie derzeit oftmals ihre Anstrengungen unternehmen. Kollege Brackmann hat es schon angesprochen. Die Möglichkeiten für Baufreigaben sind abgeräumt. Ich kann nur sagen, wer am System der Auftragsverwaltung in der Weise festhalten will, wie es die Länder wollen, der muss jetzt in den Ländern auf der Basis der Ausbaugesetze ganz schnell seine Hausaufgaben machen. Denn ansonsten wird es heißen, der Bund hat das Recht gegeben, der Bund hat die Mittel bereitgestellt, aber es hakt in den Ländern. Und da hakt es ja in einigen schon ganz gewaltig. Und deshalb kann ich nur noch mal in aller Deutlichkeit sagen, wie unser Bundesverkehrsminister auch in der Haushaltsrede angesprochen, wir stehen zur Idee einer Bundesautobahngesellschaft, nämlich unserem ersten Kernnetz, das wir als Bund auch entsprechend im Auge haben. Wir haben, auch das ist mehrfach gesagt, darauf geachtet, Erhalt vor Neubau. Wir haben hier klare Prioritäten gesetzt. Wir haben eine Kategorie vordringlicher Bedarf, Engpassbeseitigung auf den Autobahnen eingeführt, weil genau dort mit unsere größten Probleme liegen und wir eben nicht, liebe Kollegin Wilms und der Kollege Hofreiter, dem ist es ja alles nur teilwichtig, der ist ja schon nicht mehr da, er sitzt hinten, lieber Toni Hofreiter, weil wir eben nicht bei Autobahnen irgendwelche Wahlkreisgeschenke oder unsinnigen Projekte verteidigen, sondern weil wir hier Engpassbeseitigung vornehmen. Weiterer Bedarf mit Planungsrecht gibt den Ländern die Chance, selber noch mal dafür zu sorgen, dass geplant wird und Baurecht hergestellt. Und der weitere Bedarf, liebe Kollegin Wilms, ist die Anerkennung des Bundes des Bedarfes, aber genau die ehrliche Aussage, dass wir das derzeit finanziell nicht hinterlegen können. Und dann komme ich noch zu meinem und Ihrem Lieblingsthema, den Ortsumfahrungen. Ja, es gehören auch Ortsumfahrungen in den Bundesverkehrswegeplan. Es geht um Verkehrssicherheit. Es geht um Netzzusammenhang. Es gibt Regionen in den Flächenländern, die haben keinen Autobahnanschluss. Da sind für die regionale und überregionale Wirtschaft funktionierende Bundesstraßen extrem wichtig, insbesondere dort, wo die Länder mit ihren Staatsstraßen Probleme haben. Und da wissen wir auch, wo das der Fall ist. Ich fasse zusammen. Ein gelungener Entwurf, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Wir beschäftigen uns zügig, intensiv und effizient im Rahmen der Systematik damit, für eine moderne, nachhaltige Verkehrspolitik für die nächsten 15 Jahre. Das ist unsere Agenda 2030, und ich bin sicher, sie wird Erfolg haben. Dankeschön.